Okay, high dog practice. I've not started from a high dog since ages. Ja. Nein, vom Wasser kannst du auch, musst du irgendwo Geschwindigkeit herholen, oder? Und eben normalerweise sind wir im Wassersportzentrum. Und dort ist ganz tief der Dock, oder? Das heisst, nein, ist besser, es ist einfach anders. Du musst einfach. Ist einfach anders zum Starten. Und da musst du einfach Buchschaft versuchen, oder? Okay. Oh ja, ja. Joe can go on forever now with a big front wing.
because I met the lifeguard. Yeah. The other day he spoke about you guys. Yeah. And now I'm slowly trying to get him to do an event. Here? No, here in Tonicorn. Cool. That'll be nice. Yeah. Here we go. Das Wasser ist warm für die Hunde. Das ist super so. Ich bin ja am Mittwoch mit der Sarah. Ich hatte 13 Grad Luft gehabt. Ja. Dort ist mein Wasser rein. Kann man sagen. Hoi zusammen. Hoi. Wollen wir auch mal versuchen? Ja. Ja. Also muss Spaß an den Arzt sein. Die Joe soll soll noch zeigen. Versuche. 3 bis 6 Take-offs, dass du mal ein bisschen pumpen kannst. Und dann ist es nur noch eine Übungssache. I forgot, it's summer, I can't just go around the ramp. I was like, fuck! And then I lost my concentration and then... Thank you.
macht der Lionel? Er ist noch im Auto. Er kalt. Kalt? Ja. Ich will hier shooten. Joe ist am Pumpen. Oh. Am Pumpen. Nachher. Komm mal. Joe, schau. Kannst du mir zuschauen, wie ich es mache? Wie er landet, geht auch am Pumpen. Er hat einen Anzug. Ja. Er wird hart, Achtung. Jetzt windet sich ein bisschen. Ja. Und nicht die Ladung, die wir sein kann. Super! Mach nicht. Carbon. Nice ride! Next time you need to try a foot track or a switch. I know. Just a I'm getting there. Ja,
Ja, noch. Den Papi hat mit dem Brüder in die Schule gehabt. Ja, ja. Das hast du mir auch schon mit dem Karten gehabt. Oder mich? Den Papi hat mit dem Brüder in die Schule gehabt.
Ja, der Nido muss auch mal kommen. Ja, du. Der Nido hat mit... Sie haben ja den Hund geerbt von meiner Tante. Was hast du geerbt? Der Hund. Ah, cool. Benni. Und jetzt hat irgendwie... Celino hat angefangen, mit ihm irgendwie so eine Art Agility zu machen. Ja. Dabei ist er, dass ich gar nicht gewohnt bin, aber es ist ein Beagle. Also, er sollte sie den Gen haben, so wie als Jakob. Ja. Und anscheinend hat heute Celina in einem Event gehabt, wo sie hat eben mit Beagle auftreten. Ich erwarte dann den Video noch. Ja, ich habe einfach ein ganzes Tier gehabt. Hey, was haben Sie für die? Ja, ja. Ja, Meersäule und Kaffeesäule. Voll geil. Alles, ja, ja. Und schafft er wieder? Ja, ja. Wo schafft er jetzt? Er schafft jetzt bei der Nationalbank. Ah ja? Ja. Bei der IT? Ja. Voll geil. Linux? Ja, ich so. Also mit Trades oder mit? Keine Ahnung. Schema-Administration. Ich sage fragen. Ich muss selber fragen. Weißt du, ob das sogar nicht gehalten ist? Nein, nein. Ich frage. Vielleicht muss er am Jordan sein Portfolio aufbetten. Wird irgendwie nicht zu laut. Es war schon zu durchlaufen, Vollsuff. Hey, jetzt einfach mal schauen. Hoppla! Ja, wir haben jetzt eine echte Clique zusammen. Wir sind immer cool. Im Tiefenbrunnen, im Winter, oder? Ja. Und dann hat sie Wim Hof Schwimmer. Und neben den Wim Hof Schwimmer hast du halt noch die Euler, oder? Wim Hof? Wim Hof sind die, wo, das ist der Eisschwimmer. Weißt du, der in 2 Stunden im Eis wohnt und so. Ah ja. Ja, das ist jetzt mega Trend. Ah ja. Hey, das hat jetzt aber abgefahren. Ja, das ist ein super Flügel, den die haben. Kannst du ewig gehen. Ja, du kannst ganz verschiedene Flügel haben, oder? Ja. Gross, klein, lang, der hat einen rechten hohen High-Aspekt, wie bei den Segelflügern, oder? Ja, ja. Hast eine riesen Spannweite und wenn du eine grosse Spannweite hast, dann nachher kannst du ewig gleiten, oder? Cool. Okay. Tschuk, tschuk, tschuk. Ah, okay. Cool. Das sind keine Anfänger, oder? Nein, die haben jetzt auch ein bisschen geübt, ja. Die haben ihre 300 Mal. Ja. Gut, jetzt Joe hat natürlich auch in dem Boot geübt, oder? Ja. Das hilft natürlich. Und du hast es einmal mit dem Kiten versucht? Ja, mit dem Wing. Ja, mit dem Wing. Ah, mit dem Wing dann. Mit dem Wing habe ich angefangen. Okay. Wie? Yeah. Nachher hast du so ein Wettli für die Schakiri. Mindestens. Komm, ich mache noch ein Foto oder ein Video von dir und dann schicke ich es am Joko. Schick's am Video. Mach noch ein Buchi. Von ihren Alten. Ah, okay. Der Maurer, von dem habe ich immer. Ja. Habe ich schon Windsurfen zusammen gelernt. Und so bin ich eigentlich. Bist du draufgekommen? Auch das Wingfoiler hat mich interessiert, wie beim Wingfoiler. Ja. Hast du viel weniger Umfang. Okay. Ich stehe auf und fahre raus, oder? Ich bin Winzer.
Hey Zeno. Yes. We need you for one more. Yeah, we'll be gone now. Sorry. No. I'm coming in. Yeah. What's your father love? He's here, you know. Just when I talk, I put on this sort of thing. Okay. So you're going first, then Joe straight after you, then Philip straight after you, so all three. Out, okay. Yeah. Okay. Going to be famous. The poor famous lucky three, or the bad boy three. The three pumpers. Yeah, that's right. The three Kuznov pumpers. The glorious bastards. The glorious pumpers. The glorious pumpers. Yeah, ja, dan zit hier direct maar op knop. Oké. En zo. So Joe, as soon as Zeno goes, and as soon as he's here, you go. Okay. Now if he comes up, he comes up. He goes. I will start goofy, is that okay? Try. No, go next, because we're going to go 1, 2, 3. Okay. All the same direction. Okay. Yeah. And then, then Joe, you follow Zeno, okay? But just, he goes a lot faster than you. So I go straight out. Come around the side. That way, and then that way back. That's yeah. Come in. And Joe will steal it. You come and do a trick, Zeno. Come, you do a trick in here. Joe comes in here. I'll steal off the track. Okay. Are you ready? Not ready. Waves are coming. Hang on, wait for the waves, guys, and wait for me to make some space on my phone. Okay, guys, say when you're ready and then everyone will get ready. Yeah. Hey, Joe, we need to space. So you're going to go here, so you need to go one down. Do you want to leave it with you? Okay, Itchy Zeno, sorry, you stay there. Yeah. So, 1-1-1. Okay, we ready? Yep. Okay, go. That's gonna be uploaded to Pump Foiling, huh? Nice to imposter. Jawohl. Very good. Dein Start ist gerade so ein Laserstrahlstart. Fancy. Ja. Alle drei. Das ist einfach, weißt du, das ist ein mega ökologischer Sport, weil im Surfen musst du immer in den Flügel steigen. Da tust du einfach, gehst mit deinem E-Mobil, mit deinem E-Bike am Zürichsee, oder? Ja. Yeah.
Happy swimming, Cal! Ich wäre jetzt super in Shape zum Surfen, weil ich so viel am Boden bin. Ist gut. Ja, they are playing soccer. Yeah.
I think this board here is an okay button. Yeah. Okay. Pavala lì. Il gioco con su.
Just to show you that he can swim. No, he wants to do it. Oh, he likes to do it? Okay. No, he wants to do it. I like to do it. Yeah. I like to do it. You want to try? There's the construction. Where's the construction? Right there. The bottom part. You see that? Yeah. There you see the bottom. Pull it out. Inside the deep, put it on. No, it's not. It's fixed. Look, there goes another one. You're kind of close to the edge here. What can I see on this? Oh, that's somebody's phone. Okay. Thank you. You want a sticker? Okay. What do you say? I'm on boarding. Oh, I'm sorry. I wasn't paying attention anymore. That's what we are, Benji. How can I do it? That's what you do. No, well, that's how you get back. Fishing. Fishing. Yeah. Tina, how much would you say the sporters were? This one. 2,500 Swiss francs about? So you just fished out 2,500 francs. Exactly, out of the water, huh? But it already belonged to me. I rescued it. Oh, even better. And Joe is only 12 years old, huh? So my kids, they are 9 and 11, and they are now starting to learn as well. Well, it takes about 300 to 600 takeoffs. To learn how to do that. Yeah. And then you can start learning behind the boat as well. Oh my. Okay. Wait, can you do that behind the boat? Like, yeah. Absolutely. That's how you start, basically. So you hold the string. Yeah, you hold on the string like wakeboarding or. Yeah, first you have to get really good wakeboarding, then you get your balance. Yeah. But that's good. If you're losing, you're losing. You have to swim back, and the boat has to pick you up.
if you're in the water. So you see Joe now? He's super light, huh? So once he's in the water, he's in the water. So he needs some raft or some boat where he can do a second hook off. What if he goes too far? If he goes too far, then he has a good ride. But if he fell off, he could still swim back. Yeah, he could swim back, yeah. Of course. The boat is floating. Yeah. My legs hurt just to watch him because it's just constant. Yeah, it's fun. It's a lot of fun. It's constant. Yeah, it's constant on the knees. Yeah, it's good. Yeah. It's good practice for the whole body. Yeah, it's good balance. Nana, we're going. Okay, let's go. Thank you. See you next time. Have a nice Sunday. Bye, guys. Let's go! Hat die startet so. That was nice! That was nice! That was awesome! That was... I don't understand why you guys are always hanging out here! So I think one of them is called Fountain Steel, one of them is Fountain Steel.
Facciamo un pompe? Sono di cosa male, sono lustig. Lo squat? Du kannst ja jetzt schon zu ihm heimgehen, wenn du willst. Können wir spielen? Sein Bruder und seine Schwester. Was sind deine Pläne für die Sommerferien? Aber ja, ich habe nicht das Gefühl, der Flügel ist für mich recht perfekt, wo ich komme. Der ist gut, oder? Also ich habe das Gefühl, schon. Also ich habe das Gefühl, also, mit dem WCT, du musst einfach schnell anschieben am Anfang und du gehst durch. Übrigens, die Flügel, gell? Ich bete mal aus, würde das gar neue geben, wenn sie wirklich stören. Wenn du es siehst, optisch also, siehst. Du siehst die Feuchtigkeit auf. Ich frage mich halt einfach, ob das von der Hitze kam oder nicht. Aber es hat so niemand auf jeden Fall. Ich nehme es immer als Ausrede, dass es mit dem Pumpen nicht klappt, bis egal dem. Aber eben, ich weiss nicht, ich habe es jetzt amix abgedeckt. Es ist einfach, aber eben, es sind ja so komische Bühne, es ist nicht eine grosse, die zuständig ist. Oder nicht. Und wie du siehst, dass ich im WCT bin, bin ich überall auf meinem Boden reingekremt. Ah, am Mittwoch ist sie weg, ja. Am Abend? Ja, wir sind aber die erste von 8 oder halb in die weg. Ich bin nicht als erstes ein gewisses Netz, ich bin um 7 Uhr fertig. Dann habe ich gefunden, komm jetzt gehst du joggen, bin ich um 7:30 zum Joggen. Also komme ich jetzt doch. Ist ja gar nicht. Das ist dann ja, und sie mit dem Regen dort nachher siehst. Aber weißt du, ich muss sagen, seit ich eben von lange auf ihrer Stunde, ich bin so kaputt nach einer Stunde. Ja klar, wenn du siehst, 10 Mal Pumpe in einer Stunde, wo du nicht 2 Stunden zahlst. Gestern bin ich dann am Morgen zuerst eine halbe Stunde mit dem kleinen Guss her. Und nachher, wenn du allein bist, fährst du halt dauernd deine Runde, oder? Langsam bewegen, langsam bewegen. It's about sitting down, Joe, not your foot. It's about sitting down, sit down, sit down. Good! Almost! The idea of putting your foot through there is not to drag it, it's to push it through the board. Du musst wieder ran. Nein, also, du siehst mein Gang, oder? Ja, das macht nichts, weißt du, du musst halt zoomen. Du kannst filmen, du musst gut filmen, ja, du musst einfach nicht ins Wasser gehen lassen, gell? Nein, da sind total hinten.
Für mich. Also. Ohne dem. Nein, du musst es heben. Es ist einfacher zum Heben so. Wie zum Vergleich zum Surfen? So ähnlich oder schon? Ja, es ist anders. Also von der Füßstellung her sieht es schon ein ähnlich aus. Ja, die Vorstellung ist gleich, aber du musst die 300 bis 600 Versuche machen. Bis 300 to 600 Take-Offs. Schon, that much? Ja. Mit dem musst du rechnen. Oder? Und dann, wenn du die Take-Offs hast, dann kannst du einfach unendlich viel üben. Oder einfach immer wieder üben, oder? Du musst halt da, der Steg ist nicht schlecht, weil er ist hoch, du hoppst da drauf, ja, das, oder? Ja. Das ist eigentlich gut, außer musst du immer da rauskommen. Und sonst gehst halt ins WZC, also Wassersportzentrum Taufenbrunnen. Und dort musst du halt schneller anschieben, oder? Aber sie haben das WZC nicht so gerne, die finden es so einfach. Aber ja. Der ist eigentlich fast perfekt, oder? Der ist sonst perfekt, aber der Höhe her. Geht das Brett nach Gewicht ein bisschen? Ja, klar. Du hast genau. Den Frontwing, nicht das Brett, den Frontwing. Ah, oh, es geht der Frontwing. Und was ist denn, du hast den 90 und dann hast den 120. Nein. Was ist der Unterschied? Wie kann ich in den Downfings? Das ist einfach ein Kreisbrett. Das ist einfach am Anfang. Und dann ist das halt leichter, musst du weniger zum Wasser tragen, oder? Und dann hast du den Frontwing 1100er und hinten habe ich jetzt den Flügel Stabilizer. Das ist ein Flügel, der fast mega lang fährt. Aber er hat sehr einen breiten Flügel. Also das macht den Unterschied, er bringt meistens. Genau, wie beim Segelflügel, oder? Ja. Wenn du einen Segelflügel hast mit einer riesen Spannweite, kannst du dich viel länger gleiten, oder? Nice! Du hast auch die, die fast gut. Yo, how are you? Good. Und du? Sehr gut. How do I say it? I'm safe. Und du. We're friends now. Definitely. It's good. Yes. Pumping. Yeah, pumping. George has done a nice trick. And push out the air. Push through some wind foil. Wind foil. Wind foil is down here in the catalog. Yeah. Then you can slaufen montieren. Da hast du auch, kannst du auch Schlaufen drauf tun. Ah, eben. Oder das ist eigentlich kein Foil-Brett. Das ist kein Foil. Ja, da, oder? Das ist kein, eben, das haben wir nicht gesagt. Ich habe es nicht gesehen unter dem Pump und Foil. Ja. Aber ist doch gut da gemacht. Ich habe es nicht mehr ausprobiert. Und anfangen kannst du natürlich auch mit Wing-Foilen, oder? Einfach mit dem Wing, der ist auch im Katalog drin, oder? Einfach mit denen da, oder? Mit dem. Ja. So habe ich auch angefangen. Und dann, wenn du das mal kannst, dann kannst du auch pumpen, oder? Dann machst du gerade ein bisschen einfacher. So. Ja, wegen Wind kann ich ziehen. Ja, genau. Das ist halt einfach. Gehst mal vorbei, oder? Hier im Laden, oder? Ja. Gehst mal schauen. Aber grundsätzlich sind es die zwei Sachen und dann sind die Wellen, aber dann hast du halt keine Wellen. Das sind Hardboards, was ist mit den Flederbots? Die Flederbots zum Wingen sind gut zum Lernen. Zum Wingen? Zum Wingen sind super. Zum Pumpen, hinter dem Boot, Wenn ich mir vorstelle, wie auf dem Paddleboard, nehme ich alles nicht so ideal. Auf dem Paddleboard? Ich meine, weißt du, wie du musst aufblasen. Genau. Wenn du aufblasen musst, ist es so, dass ja, da kannst du auch kiten, ist aber weniger schief, oder? Ja. Ich will schon zum Pumpen, weil ich ein Smartboard nehme, oder? Ja. Das ist echt geil. Und du bist halt ein Schweizer Markt, ich habe in der Weltklasse Surfboard. Ist Indiana für Schweiz? Ja, in der Schweizer Markt, ja. Hä? Ja, in der Schweizer Markt. Ja. Gut, das war nicht gewusst. Ist ja mal mega bekannt. Ja, ein Kollege von mir. Und vor 2010 hat er angefangen, oder? Ah, cool. Und da war alles halt Bretter, oder? Ich mache auch keine Windsurf-Bretter, doch eins Windsurf-Foilbretter machen es. Wir machen keine Windsurf-Segel, aber die Wing haben es, oder? Und die Kitesurfer machen es halt auch nicht. Ich habe immer wieder online gesehen. Ja. Ich habe das erste Mal gesehen, wie ich das gemacht habe. Ja, das ist eben cool, oder? Jetzt probieren wir, in die Community zu wachsen. Oder der Kerl, ich mir angefangen, letzten Herbst.
habe ich den ganzen Winter gepumpt. Dann habe ich natürlich schon eine Gruppe, die sind viele dazugekommen. Und dann, je mehr Leute es sehen, dann haben sie auch. Und dann haben wir einmal einen auf Flatback, und dann haben wir einen Dubai-Surfer, dann haben wir einen Tau. Aber dann ist es sehr easy. Und dann hört man nicht mehr, oder? Und dann müssen wir gar nicht nach Bali gehen, dann können wir gar nicht kommen. Und das ist dann auch richtig gut gemacht. Ja, das ist toll. Ich will einen Tau, as well. Das ist aber schon weiblich anders, aber das ist klar. Klar, der Weib da ist ja, dass ich mehr Schweizer ist. What does he want to do? He wants to play soccer with Joe, he said. Do you want to, Charlotte and James are at home. Do you want to come and you can, they can play soccer with you? What should I do, Nina go? Did you bring your two sons? Or just yeah, no. Lionel should be there. Yeah, he's playing soccer. Yeah, Lionel's playing soccer. Yeah. He's no proper goals. Oh, I have no goals at all. Doesn't matter. I have a badminton net and goal and badminton rackets. Yeah. If he wants. What's badminton spielen? Badminton. Yeah. 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 Sie hat das Netz und zwei Schläger. Willst du mit der Eleanor mal go spielen? Gonna go get. You wanna try? Okay. Or soccer. Joseph. Hey, wir sind bald fertig. Ich mache ein, zwei Pumps, dann komm ich. Gut. Machen wir dann noch ein. Dann tun wir noch ein Spiel, dann shooten und dann gehen wir dann. Nein. Wasser holen. Wasserklasse? Toll. The body is still open now, huh? Yeah. Body. Uh-huh. Actually, should we go to the left and see? You can come with me. We'll see if the body's open. See if there's kids playing football. We're open. Where is this thing? Yeah. Where the kids play? But outside, not really. There might be one or two. That's a body. That's so a body. Yeah. It's a clean body. Schon eine. Kalt. James, my son. James is at my house. James is the high. What's up with James high? Or you can just wait. Just wait. Sorry? Is it harder to go on the smaller board? It's different, yeah? Yeah. It is, it's just a matter of practice. It looks like it's really challenging. I mean, you're really good at it. It kind of looks more like you're flying. Yeah, that's what it's supposed to look like. Does it feel like that too, though? Yeah. No, I really like the small board. Yeah. Papa? Huh? Woo! Time. Yeah, pick it up! Hello. Nicht dort, hä? Neue Schweizer Nationalsport.
He got the whole thing on video. Oh, cool. Thanks. That was so cool. Ja, er probiert das Trick hier, ne? Kannst auch, er ist halt leicht und wenn du einen grossen Frontwing hast, drückst du drauf und dann kannst du ihn so rauspumpen. Woohoo! Ja, natürlich, wenn du die Bade auf der Kusche, dann macht das Schiff eine Welle. Dann kannst du die Welle absurfen, ja. Das ist lustig. Is the mother? Yeah. They're from New Zealand. That's why they're so good, right? Yeah, for sure. It's not something from Switzerland. It doesn't look like. Yeah, it's really nice. But you need a lot of. No, you just need. You just need balance, some for some muscle power, and some wind. Right? Just do that. Yeah, sure. Depends on your muscle and your body weight. There are many brands, but I think it comes from this chair, the spine chair. The chair before it. That's how it started. This is a Swiss brand, huh? Yeah, and they have a store in Oberhagen. So it's, you know, it's like a world class surfboard brand in Switzerland, in Zurich, and they're like Zurich. So it's like, it's super cool, right? And you can do it anywhere where you have a rolling ball or a dock like this. Tschüss, schönen Nachmittag, bis dann. Hey, Ben Paul, schön, dass du hier bist. Hey, vorbei, dann kommt ihr hier. Wie er drauf hüpft, in der Schule hat er schon Deutsch. Ja, kannst du schon ein bisschen. Ja, aber sicher, wenn er mit dir alleine ist, kann er dann plötzlich. Muss schauen. So, noch
guys want to come and head to anyone else? I think we have to head home, but we're gonna. They may want to quickly come by. Are you going to get some chicken store? No, Bamboo Kitchen. Bamboo Kitchen, what's that? Is the chicken store open today? No, I don't. They weren't there. No. What's Bamboo? It's Chinese takeaway. Is it good? It's okay. They deliver it to your house. Okay. That's a good part. Okay. Yeah. Well, maybe. But there's no soccer today, yeah? No. Oh. No, 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 today's no soccer. Did you say Switzerland? Oh, my God. Piece of shit. I know, but it was so close. Yeah, they were close. And the referee was basically biased. Yeah, it was really hard with that red card, wasn't it? Yeah. There was too much. That was too much. Maybe one yellow, but not two. Yeah, but you kind of wonder I always wonder whether things are rigged. Yeah, it makes you wonder, yeah. That sort of thing? Like taking a player off? Switzerland played super good. The first match they played against Italy, they really got, you know, spanked around by the Italians, 3-0. Yeah. And then they woke up, and then they won against the French. That was amazing. It was the most amazing game. You watched the whole thing? Yeah, until 1:00 to 12:00. Yeah. Joe watched as well. Yeah, they were at school camp. Ah, perfect. And I think the teacher said, you guys can watch the game, thinking that it would be 90 minutes. Anyway. He didn't realize that it would be like... Nice. But that was an epic game. In the end, the last shot. Mbappé missing. The player that passed as much as the whole Swiss team. That's right. 160 million in 1 minute, like 2 minute, 5 million. No, but I kind of think that last game. But this goal. It just means things like someone gets 2 yellow cards. It happens in rugby as well. I just my conspiracy mind goes. As someone. The referee was a Russian. Right. Whatever. Well. I mean, that was, and then they have a couple of fouls where they were really fouls, right? And he didn't say anything. He just kept the game playing. Do you think that should have been? No, that was not by far a red card. But then if he would have been tackling all the time and being a mean guy during all of the game, and he would have said, no, stop, and then once again, like just one tackle. Right? Yeah, just one tackle. Once. But then after the game, then all the posts go around because the goalkeeper he trained it at Kuznak. So now all the Kuznak people are like, oh, dude, the goalkeeper, he's such a hero. And then someone said, one of the coach who trains him, he's now down in Erlenbach, so you need to be at Erlenbach. That's so funny. All the fans are going crazy. Yeah. I think he lives somewhere around here, right? Yeah. He's not for Erlenbach. Yeah, I think he grew up here. Now he's going to be one of the best paid goalies in the world. Yeah. The penalty shootout. They were more than terrible. They have to practice all year for the World Cup next year. Yeah. So, come on, Joe. We're going to go. This sounds like an all of them, and then they only got 2 out of 5. One more. Yeah. So you're back in the office now? Yeah. Again at home? All at home, yeah. Because guys at work complained, or because Google? You can go to the office. About once every 2 weeks, if you want to, you have to work and have some desk, but no, it's not, they haven't opened up your office yet. Okay. They dropped the rating level, which is good, so you can now be at your desk without a mask. Yeah. Until then, you had to have a mask at your desk. Sitting all day in a mask, you're mad. And then what they've said is, when we go back to the office, they're thinking in September. We have to go back 3 days a week, so Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah. Starting in September. Yeah, the 1st of September is the date they've given. That's when you have to be, like, that's when your office is open. Come for him. Ja, 3:46 brauchst du, bis ein bisschen Asch. What is this? How do I say that? Does it even have a German name? Yeah, it's an English name. You should call it pump oiling. Yeah. And you
tell her she needs to try 300 to 600 times and you're willing to give her lessons, and one lesson is $50. Yeah. Or if you buy the board from us, then it's only 200 to 300 times. We went behind the boat on Friday. Yep. And I don't think he tried a lot because of his back. Yeah. So he done the foiling and behind the boat. So we went with the ice house set with the Dave Kilmar. Now we want to offer some courses. Andreas knows the guy from ice house set plus the academic sports club. It's super clear. Yep. And but Roger now, yep. The guy who was there, the boat you were on. Yeah, Roger. And now I'm speaking to the owner of the G-Train 3. Yeah. So he wants to do something for kids as well. Yeah, that's really cool. And I wanted him to get into that. Now, Alessio, he's the kind of guy who wants to make money, right? Yeah, okay. And the other guy, Maori, he and the guy who owns the boat, they're like more like, you know, let's do something for the kids as well. Hey! They were coming for dinner at the party. I think if we want to do it properly, what I think we should do is get a little inflatable boat, something that we can put in the car, and an 8-horsepower motor. Yeah. And then we can just go out, because that's what, and then a big, like, inflatable SUP or a big SUP, right? A big wing. And then you start that way. Exactly. And then behind Honey Rider. And then behind Honey Rider.